Hallo ihr Lieben, ich möchte noch mal einen Gebetsaufruf starten für zwei Angelegenheiten heute. Einmal für die Angelegenheit einer Glaubensschwester aus Hamm, aus einer mennonitischen Brüdergemeinde, die gestern auf Verdacht von Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Mich hat gestern die Nachricht von meinem Schwager erreicht und ich bitte euch, für die Familie, sie haben vier Kinder, und für die Familie, für die Kinder zu beten, dass alles wieder gut wird, dass der Herr Jesus Christus heilt und dass der Ehemann gestützt getragen wird durch unsere Gebete. Bitte betet für Natalie, einer Glaubensschwester aus Hamm, mennonitische Brüdergemeinde. Gott segne euch. Des Weiteren rufe ich heute am 8.4. dazu auf, für Olaf Latzel zu beten, für die Gerichtstermine im Mai. Heute am 8. April findet in der Kölner freikirchlichen Gemeinde Ostheim dementsprechend ein Fasten- und Gebetsgottesdienst statt. Um 19 Uhr, den man auch übers Livestream begleiten und mitwirken kann. Alles Liebe, Gottes Segen, der Herr segne euch, euer Arno von der Ruhrpott-Mission.